Allerseits, die bizarre Ries der BMW Motorrad-App. Heute werde ich über die BMW Motorrad-App und insbesondere über importierte Routen sprechen. Wie Sie wissen, können Sie direkt in der App eine Route definieren, indem Sie ein Ziel auswählen. Dies ist sehr einfach und Sie können festlegen, diese oder jene Art von Route zu vermeiden. Aber heute werde ich mit Ihnen darüber sprechen, eine Route zu importieren. Also werde ich einen Parcours auf Basecamp erstellen, wie ich es auf Kurfiger hätte tun können. Also werde ich einen Start- und Endpunkt definieren. Dann wähle ich die Straßen, die ich nehmen möchte. Es gibt die Autobahn der National- und Departementsautobahnen. Wir werden ein wenig Autobahn nehmen, dann von den Nationalen und oder Departementellen. Dazu werde ich WPS, Passpunkte und sogar Radarkameras in WP hinzufügen. Denn dank BMW haben wir nicht das Glück, die Gefahrenzonen zu haben. Während die Anwendung von ihrem Partner TomTom entwickelt wurde. Sobald ich meinen Weg erstellt habe, in GPX, werde ich ihn in die BMW Motorrad-App importieren, um ihn auf meinem TFT-Bildschirm meines BMW R1250RT anzeigen zu können. Nachdem ich also einen Parcours auf dem Computer erstellt und auf mein Smartphone importiert habe, habe ich zwei Routen in der App. Die erste Strecke, wenn ich darauf klicke, ist einfach die Strecke, aber kein WP. Also vom Startpunkt bis zum Zielpunkt. Das ist alles. Sie werden also nicht wissen, zu welcher Zeit oder wie weit Sie vom WP vor Ihnen sein werden. Wenn Sie ein Radar in WP setzen, wäre schön zu wissen. Oder wenn Sie ein Restaurant oder eine andere Website zu sehen. Sie werden es einfach verpassen. Danke wem? Danke BMW. Wenn ich jetzt auf die zweite Strecke klicke, die gerade meine WPS enthält, aber das meine WP, das zeigt sie mir auf meiner Karte an. Ich muss auf OK klicken, um die Berechnung der Strecke zu starten. Und das wird komplizierter, weil noch niemand darüber gesprochen hat. Das liegt daran, dass die Anwendung mir einen völlig anderen Weg macht als den, den ich erstellt und importiert hatte. Anstatt nur 710 Kilometer auf circa 10 Uhr Strecke zu fahren, macht mir die App eine Strecke von 2558 Kilometer auf 25 zu 50 Uhr. Wenn Sie planen, nur ein Wochenende zu verlassen, werden Sie die ganze Zeit auf der Straße verbringen und nichts gesehen haben. Danke wem? Danke BMW. Also, wenn dir das passiert, von einem Namen immer chronologisch Ihre WPS, wenn Sie eine Route auf Basecamp oder anderswo erstellen, WP1, WP2, etc. oder 10 in 10 oder 100 in 100, wenn Sie voll davon haben. Warum? Weil, wenn Sie einen oder mehrere WPS hinzufügen müssen, können Sie dies immer tun. ZB WP 11 oder 12 oder 115, 116, etc. ohne alle anderen nachfolgenden umbenennen zu müssen. Dann können Sie Ihre WPS schneller und einfacher wiederholen und wieder in Ordnung bringen, sodass die BMW Motorrad-App Sie zum richtigen Hafen bringt. Das ist noch eine Absurdität der BMW Motorrad-App, eine weitere wie die anderen, die ich in meinem vorherigen Video angehoben. Wie man auf meinem Smartphone sehen kann, wenn ich auf meine erste Strecke klicke, gibt es keinen WP. Alle Waypoint, die Sie auf meinem TFT sehen, sind die Waypoints, die ich selbst eingegeben Punkt in Favoriten in der App, aber deren Symbole kann man nicht unterscheiden. So wissen Sie nicht, ob er ein Freund ist, Radar, ein Restaurant. Und wenn ich auf die zweite Strecke nur die WP, dann mischt die Anwendung die Wegpunkte. Aus diesem Grund ist meine Strecke nicht 700 Kilometer lang, sondern 2500 Kilometer. Deshalb habe ich gesagt, dass ich Ihre Waypoints chronologisch benennen soll, damit Sie sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen können und es Ihnen genau Ihren gewünschten Weg gibt. BMW kann Motorräder bauen. Und sogar gut. Die RT ist seit Jahren ein großartiges Motorrad. Sein Erfolg noch ist nicht umsonst. Aber für die Software unabhängig davon, ob es sich um TFT oder Anwendung handelt, sollte BMW Berufung einlegen und diejenigen tun lassen, die Bescheid wissen. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen oder mehrere Favoriten, die in der App erstellt wurden, nicht mit einem Freund teilen können. Das ist schade. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen Favoriten nicht von einem anderen Favoriten durch sein Symbol unterscheiden können, wie bei einem einfachen GPS, das ist immer noch schade. BMW ermöglicht es Ihnen, Ihre Fahrt in der App als Animation zu sehen oder zu überprüfen. Das ist gut, aber wie können Sie es auf einen Computer schicken, damit Sie Ihre Reisen mit Ihren Freunden teilen können? Das ist immer schade. Hier war noch ein Video von den Unannehmlichkeiten, die uns die BMW Motorrad-App bietet. Gute Fahrt für alle und seien Sie vorsichtig.